Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar von Pokémon Rubin. Ja, das wird ein Let's Play sein, das so, ja, ein Blind Let's Play. Denn diese Edition, also nicht ganz blind, ich kenne Pokémon natürlich, aber diese Edition, Generation habe ich noch nie gespielt. Und ja, deshalb entschuldigt mich, falls ihr manchmal nicht weiter weiß oder so. So, wir heißen immer noch Patrick, ist ja unglaublich. Beziehungsweise ich. Nee, wir heißen nicht Patrick, wir heißen wir. So. Ja, ja, wir kennen die Stories mit Pokémon und so weiter alles schon. Wir wollen einfach loslegen, komm. Bam. So, okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Okay, in einem Umzugslaster oder so irgendwas. Und unsere Mutter kommt gleich mal an und wir müssen mit ins Haus gehen, weil sie es unbedingt will. Und ja, wir sollen mal unser Zimmer auschecken, was oben ist. Hier sind Macholos, die Sachen rumtragen. So, wir haben hier eine Gamecube, yay. Oder ein Gamecube, keine Ahnung. So, gehen mal. Ah, okay. Na, okay. Wie in jeder Edition liegt da ein Trank drin. Das ist doch schön. Ja. Dann haben wir noch eine Uhr, die aber gestoppt ist. Okay. Ah, jetzt kommt die Mutter wieder hoch. So. Dann gehen wir mal runter und wollen loslegen. Ah, oh, die will schon wieder was von uns. Was denn nun? Ein Interview. Okay. Okay. Naja, kein Wort verstanden, aber naja, ist ja auch egal. So, wir schauen uns hier mal um. Was ist das hier? Professor Breten. Keine Ahnung, wessen Büro. Der ist anscheinend nicht da oder so. Hm, naja. Geil, direkt im ersten Part unterbrochen werden, das ist natürlich sehr schön. T-Mobile Call Center, die gehen ab. So, was haben wir hier? Ist wieder vom Rivale oder so, das Haus? Okay, das sind auf jeden Fall mal meine Nachbarn. Und ihre Tochter ist oben. Schauen wir mal, wer das ist. Oh, die geht gleich übel ab. Ja, keine Ahnung, was die sagt, aber ich glaube, die will rausgehen. Genau. So, dann gehen wir mal unseres Weges und latschen hier rein. Und was will der denn hier? What? Okay, da wird jemand von einem Pokémon verfolgt. Ah! Dem müssen wir unbedingt helfen. Was ist das hier? Okay, hier dürfen wir wählen, welches Pokémon wir nehmen. Wir können das oder Flamly, weiß ich, Kekabor heißt das hier, glaube ich, und den hier. Oh Gott, wen nehmen wir denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal den hier. Ein Wasser-Pokémon. In Feuerrot-LP hatten wir ja Feuer-Pokémon und dann nehmen wir jetzt Wasser. Und das nächste Mal ist dann vielleicht ja Grünzeug dran. Ja, okay, das war jetzt nicht sonderlich schwer, dass den nicht einfach irgendwie mit der Faust in die Fresse hauen können oder so. So, jetzt sind wir beim Professor. Yay. Der hat uns zu sich geportet. Das ist natürlich cool. Und wir bekommen Mudkip, was auch immer. Ach so. Ja, wir dürfen unser Pokémon behalten und das nennen wir Oh Gott. Nee, ich benenne es nicht. Diesmal benenne ich die Pokémon nicht. Mir fällt nämlich nichts ein. Okay, wir haben gerade irgendeinen Auftrag angenommen. Aber ich weiß gar nicht, was das überhaupt für einer war. Naja, ist ja auch egal. Können wir eigentlich rennen oder so? Hm, weiß ich nicht. Naja. Dann müssen wir so auskommen. Du, was willst du? Ach, schade. Nicht so wie in einer anderen Edition, dass da ein Marktbesitzer oder sowas ist.
So, wildes Pokémon, das erste. Und zwar ein. Ja, Hundemon? Nee, so heißt die Weiterentwicklung, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also in dieser Generation kenne ich mich wirklich nicht mit den Pokémon aus. Genauso wie der fünften, also bei Schwarz und Weiß, da habe ich auch keine Ahnung. Hoch, da ist ja schon das erste Dorf. Okay, der will uns den Markt zeigen. Ja, das ist toll. Und gibt uns einen Trank. Das finde ich noch toller. So, wir gehen zuerst mal im Pokémon Center. Schließlich haben wir schon ein paar KP verloren. Und dann wird wieder weitergemacht, wo auch immer hin. Naja, ist ja auch egal. Wir werden es schon noch sehen, denke ich. Hoffe ich. Tippe ich. Ja, warum von Kristall? Ich weiß nicht, warum von Pokémon Kristall ist mir so in den Kopf gekommen, dass es das gibt. Und ja, dann machen wir das. Hier ist eine Wasserroute, glaube ich. Also zumindest kann man da surfen. Ich habe natürlich keine Ahnung. Oh, da vorne ist das Mädchen da. Unsere Nachbarin. So. Gibt's hier nur von denen? Weil was anderes habe ich ja noch gar nicht gesehen. Erreichen wir noch Level 6? Ja, es reicht. Und wir lernen Mudslap, was auch immer das ist. Keine Ahnung. Vielleicht Lehm. Lehmschelle. Das könnte sein. Ich weiß es aber nicht genau. Ach so, die will kämpfen. Verdammt. Jetzt haben wir aber schon KP verloren wegen dem wilden Pokémon. Naja, der Geriss ist nur Level 5. Ich setze einfach mal hier das hier ein, weil ich wissen will, was das ist. Oh, ist nicht effektiv. Verdammt. Oh je. Okay, der hat nicht getroffen. Zum Glück. Weil sonst hätte es... Ja, und noch ein Volltreffer. Wir haben Glück hier. Jawohl, denn sonst hätte es eng werden können. Ich habe gedacht, dass... Ja. Es ist auch Lehmschelle, aber es ist nicht effektiv auf den. Okay. Wieder was dazugelernt. Lehmschelle niemals auf Kekabor einsetzen. Und wenn die redet, geht die Musik immer so ab. Hm. So, die geht ins Pokémon-Labor, soweit ich das verstanden habe. Da werden wir auch gleich nochmal hinchecken. Aber zuerst will ich hier noch ein wildes Pokémon antreffen. Hallo? Kommt hier mal eins? Weil am Anfang muss man ein bisschen leveln und ich will sehen, was es hier noch so für Pokémon gibt. Und zwar ein cooles Zickzacks. So irgendwie. Zickdi-Ducks, Zickzacks, Zickzacks, Ducks, Zacks. So irgendwas. Keine Ahnung. Eieiei, das wird ja witzig. Die ganzen Namen kenne ich alle nicht und dann sagt ihr euch wahrscheinlich, ah, den muss man doch kennen. Oh mein Gott, was macht der denn? Ah, nein, du musst da nach links laufen. Ah. Ja, das ist halt bei einem Blind Let's Play so. Da steht die immer noch rum. Falls sie nochmal kämpfen will, halten wir noch kurz das Pokémon. Aber ich glaube nicht, dass sie gleich nochmal kämpfen will. Das wäre irgendwie lame. So. Ja, was willst denn du noch? Hallo. Okay, die geht weg. Dann geh ich gleich mal hinterher. Ich will die stalken. Und so. Und wir schauen mal ins Pokémon-Labor, weil ich glaube, die hat davon irgendwas gesagt. Hoffentlich bin ich jetzt richtig. Ja, bin ich. Ja. Yeah. So. Kriegen wir jetzt Pokédex oder sowas? Ja, genau. Coole Sache. Es ist halt doch irgendwie immer das Gleiche, aber irgendwie macht's... Ist es von Edition zu Edition auch anders. Beziehungsweise von Generation zu Generation. Und Pokébälle haben wir auch bekommen. Das ist sehr schön. Damit können wir natürlich Pokémon fangen. Ja, das werden wir auch gleich mal machen, würde ich sagen, oder? Braucht man hier Pokémon für einen Pokédex irgendwann? Um wieder so auf Islands zu kommen oder so? Ich glaube nicht. Nein, wobei, ich glaube, ich werde in... Oh, Running Shoes, das gefällt mir. Ich glaube, ich werde in diesem Let's Play nur die Pokémon fangen, die ich auch ins Team nehme. Zumindest hauptsächlich. Weil irgendwie... Oh, jetzt gehen wir ab. Wow. Yeah, das geht ab, das geht ab. Und ein Wurmpel. Ja. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Auch so ähnlich, glaube ich. Oder vielleicht genauso. Dum, 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 dum. Na okay, genauso glaube ich nicht. Aber es ist nur Level 2, es gibt nichts an EP. Bracheschnitt, Bracheschnitt. So, ups. Hallo. Bist du irgendwie cool oder so? Nein.
Mach's nix. So, dann gehen wir mal auf Route 102. Und hier oben steht einer rum, den ich eigentlich ansprechen wollte. Mann, warum muss das Ding jetzt da kommen? Da gehen wir mal weg. Gibst du mir irgendwas? Nein. Ja, ist das ein Trainer? Ja, unser erster Trainer, der nicht unsere Nachbarin ist. Mal gucken, was hat er denn so? Ein Zickzageo und Zickzagu. Zickzacks heißt, glaube ich. Oder so irgendwie. Komm, ist doch auch egal. Ja, ja, okay. Okay, der ist Level 5. Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen mehr abgehen, weil gerade sieht es noch nicht so gut aus. So, nochmal Tackle. Immer drauf damit. Reicht es schon? Nein, noch nicht. Weil der die ganze Zeit Heuler einsetzt. Da. Jetzt haben wir es aber. Und Level 8 für uns. Und ich denke, das war es auch schon für den ersten Part. Im nächsten Part werden wir hier weitergehen. Saven. Und da noch Trainer erledigen oder was auch immer uns da erwarten wird. Bis dahin. Ciao, Leute.